Über das letzte Jahr verteilt habe ich ja immer wieder die Chance gehabt zu beweisen, wie wenig Ahnung ich von Filmen habe. Besonders deutlich kann das aber jetzt nochmal werden. Die 95. Oscars stehen vor der Tür, aus deutscher Sicht ja extrem spannend dieses Jahr. Wie sind die Chancen für Im Westen nichts Neues? Holt Austin Butler als Elvis den Oscar und ist in der Kategorie bester Film nicht sowieso eigentlich schon alles klar? Meine Oscar-Prognosen jetzt hier. Willkommen in der Filmfabrik. Um das Prozedere hier einmal jetzt klar zu machen, das hier sind Prognosen. Hier und da sage ich auch gerne, wem ich möglicherweise den Oscar gegeben hätte, aber es gibt ja gewisse Parameter, die bei so einer Entscheidung der Oscar Academy immer mit eine Rolle spielen. Werden wir, glaube ich, auch in der Kategorie bester Hauptdarsteller wiedersehen. Darum geht's. Wackeln Sie noch nicht mal mit dem Finger. Elvis als Film satte 8-mal nominiert. Ich fand den ja auch echt richtig, richtig stark. Das ist so ein berauschendes Baz Luhrmann-Ding. Ich habe den Film so für 3 Oscars auf der Liste. Einer davon eben für Austin Butler. Ich fand es eine saustarke Performance. Und jetzt kommen wir zu den Parametern. Hollywood liebt es halt, wenn die großen, auch gebrochenen Musikstars nochmal auf die Leinwand kommen. Ladies and Gentlemen, hier ist Elvis Presley. Sollte es hier aber zur Überraschung kommen und eben nicht Austin Butler gewinnt, dann glaube ich, wird's Brendan Fraser für The Whale. I need to know that I have done one thing right with my life. Und der noch eher als Colin Farrell in The Banshees of Inisherin. Why don't? There goes that theory. Ebenso eindeutig wird es, glaube ich, in der Kategorie beste Nebendarstellerin. Das könnte der erste Schauspiel-Oscar für das Marvel-Universum werden. Angela Bassett hat in ihrer Rolle als Königin Ramonda in Black Panther 2 schon so viel an Preisen abgeräumt. Ich halte auch sie hier für eine ziemlich sichere Bank und ziemlich sicheren Pick. Black Panther für mich dann eben auch noch mit guten Chancen in der Kategorie, wie zum Beispiel bestes Kostüm. Could win da allerdings Elvis. Und Elvis ist ja sowieso in so manchen technischen Kategorien, finde ich, einer der Frontrunner. Bestes Produktionsdesign, könnte was geben. Als bester Sound geht es, glaube ich, hier so ein bisschen ins Head-Off gegen Top Gun 2, genauso wie in bester Schnitt. Und ja, auch für den besten Filmsong gibt es ja das große Duell. Rihanna gegen Lady Gaga. Beides hochemotionale Songs, das Battle der Pop-Queens, wie gemacht für die Oscars. Am Ende wird es aber, glaube ich, Hindi. Natu Natu aus RRR könnte bei den Oscars 2 Weltstars mit links liegen lassen. Ziemlich safe dürfte es dafür wieder in der Kategorie bester Animationsfilm sein. Und wenn es nicht da ein ganz, ganz bestimmter Film wird, dann soll mir jetzt aber auf der Stelle eine Holznase wachsen. Des hölzernen Jungen. Guillermo del Toros Pinocchio. Was für eine besondere Version, sowohl von der Tonalität als auch von dieser Stop-Motion-Technik, überragt für mich alles in dieser Kategorie. Wenngleich ich natürlich Marcel in the Shell with Shoes On auch aufgrund des Titels schon alleine einen Preis geben möchte. Kleine Zwischennotiz, über beste visuelle Effekte müssen wir in einem Oscar-Jahr mit Avatar 2 hoffentlich nicht sprechen, oder? Weiter im Programm, vielen Dank. Die 3 Filme mit den meisten Nominierungen habe ich bislang noch gar nicht erwähnt und das aus gutem Grund. Da wäre einmal The Banshees of Inisherin, ein Film, der mich ja irgendwie fasziniert hat, aber den ich bis heute, glaube ich, gar nicht so richtig kapiert habe. Naja, sah für mich lange Zeit wie der Favorit aus, könnte aber trotz 9 Nominierungen für diesen Film eine etwas trostlose Verleihung werden. Maximal sehe ich da irgendwie Chancen als bestes Originaldrehbuch, vielleicht noch beim Score. Viel mehr wird's, glaube ich, nicht, weil kommen wir jetzt zu einem der größten Duelle in diesem Jahr. Im Westen nichts Neues gegen Everything, Everywhere, All at Once. Mrs. Wang, hören Sie zu? Antikriegsfilm gegen Multiversumskracher. Neun gegen 11 Nominierungen. Für Im Westen nichts Neues ist es so oder so ja schon eine Sensation. Ich denke, mit der Anzahl an Nominierungen und auch schon Preisen vorab hat kaum jemand gerechnet. Und es mag natürlich auch nochmal ja, so einen aktuellen Weltzeitgeist ansprechen, diesem Film durch Auszeichnungen nochmal mehr Gewicht zu verleihen. Aber ähnlich wie bei Banshees kann
es auch da vielleicht ein bisschen enttäuschend enden. Ich habe den Film also im Westen nichts Neues in folgende Kategorien bei mir auf der Liste: bestes adaptiertes Drehbuch, beste Kamera, bester Score, bester internationaler Film. Letzterer scheint ja irgendwie total safe bei dem Run, den sie gerade haben. Wir bleiben zusammen, ja, Paul? Glaube aber trotzdem auch, dass es noch eng werden kann. Bei den Globes hat es ja auch schon nicht gereicht. Ich finde so, beste Kamera wäre verdient, der Rest ist irgendwie Bonus. Denn der Abräumer der Nacht wird sehr, sehr wahrscheinlich Everything, Everywhere, All at Once. Ich habe im Multiversum tausende Evelyns gesehen. Du kannst Zugang zu all ihren Erinnerungen, all ihren Gefühlen haben, selbst zu all ihren Fähigkeiten. Ein Film, den ich tatsächlich nachholen musste, weil ich ihn beim Kinostart gar nicht so sehr auf dem Schirm habe. Ich hatte ihn nachgeholt und das Ergebnis war dann, oh, krasses Ding. Geiles Drehbuch, fantastisch gespielt, Regie at its best. Heißt jetzt auf die Oscars übertragen. Für mich, beste Regie für die Daniels, Ke Jung Kahn. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Als bester Nebendarsteller. Mama ist echt gut. Michelle Yeoh als beste Hauptdarstellerin und am Ende für mich auch der Oscar als bester Film. Nochmal, das sind hier meine Tipps, wer gewinnen wird. Mein Oscar würde zum Beispiel auch an Cate Blanchett für Tar gehen. Ich fand Michelle Williams in The Fabelmans ganz fantastisch. Nur ist die Rolle von Michelle Yeoh natürlich die markanteste in der Kategorie, die mit der größten Besonderheit und am Ende auch eine absolut würdige potenzielle Gewinnerin, gar keine Frage. Gleiche Argumente lassen sich dann aber auch irgendwie für die Kategorie bester Film finden. Und es geht wieder los. Mir persönlich hat Top Gun 2 mehr Spaß gemacht als Everything. 2, 1. Ich fand The Fabelmans toll. Elvis war für mich ein größeres Kinoerlebnis. Tar war super. Im Westen nichts Neues war stark. Es ist dann einfach eine Geschmackssache, eine vielleicht auch Genrefrage. Und da ist jetzt niemand völlig ohne Grund nominiert. Ich finde es einen starken, endlich auch mal ein bisschen mainstreamigeren Jahrgang, aus dem ich mit fast allem leben könnte. Mein Gefühl sagt, und als Gesamtprodukt wäre das dann eben wirklich verdient. Nochmal bester Film. Ich will Ihnen nochmal sagen, Everything, Everywhere, All at Once. Was passiert hier? Ganz schön viele Namen, ganz schön viel Gelaber, ne? Ich fasse nochmal zusammen. Everything gewinnt nahezu Everything in den großen Kategorien. Elvis könnte zahlenmäßig am stärksten abräumen und für Im Westen nichts Neues kann es ein rauschendes Fest werden oder aber einfach ein Abend der absolut verdienten Würdigung durch viele Nominierungen. So, und jetzt seid ihr dran. Verzeiht mir bitte noch, dass ich einige Kategorien ausgelassen habe. Es gibt einfach Kategorien, da kann ich überhaupt nichts zu sagen. Beste Documentary Short und so habe ich leider nichts von gesehen. Deshalb möchte ich mich da gar nicht zu weit aus dem Fenster hängen. Aber da seid ihr ja gerne dran. Was habt ihr für Favoriten? Was glaubt ihr, wer gewinnt denn dann wirklich am Ende? Ist das bei euch deckungsgleich? Habt ihr vielleicht auch Sachen aus Kategorien gesehen, die ich jetzt nicht erwähnt habe? The Oscar goes to und ich gehe jetzt auch. Ich freue mich auf eure Diskussion über die Filme des Jahres und bin sehr gespannt. In der Nacht vom 12. auf den 13. März werden die Oscars verliehen. Und am 13. März stehe ich dann da wieder und sage, da wusste ich's doch. Alles falsch. Ich danke euch fürs Zusehen. Macht es gut, bleibt gesund. Tschö und Peace.